ungeschnitten live und in Farbe die großen Glotzer von dem Kino. Die Rächer. Die Rächer der Leinwand. The Rising of the Glotz. Oder so. Wir könnten auch so ein Universum machen. Das Glotzer-Universum. Powered by Adidas, Audi und Dr. Dre Beats. Bei Dr. Also, dass Dre. Die immer diese Beats da reinmachen, diese Kack-Kopfhörer, die einfach Mist sind. Es sind die besten Kopfhörer der Welt und du sie bist eigentlich auch neidisch. Sie haben einfach den besten Sound. Ja. Ich will auch gerne 500 Euro für einen Sound. Nach den Kopfhörern, die man bei Air Berlin kriegt. Wir haben uns einen Film angeguckt, die Avengers Age of Ultron. Age of Ultron. Und ich muss gleich zu Anfang sagen, das wird eine ganz andere Review. Das wird mal eine ganz lockere Review. Das wird, weil ich habe den Film nicht so ganz verstanden. Das liegt daran, dass ich aber die Marvel-Comics nicht so gelesen habe, wie hier Kollege. Gelesen habe ich sie auch nicht. Ich bin einfach ein Mensch, der mit offenen Augen durch die Welt geht und sich für Sachen interessiert. Da liest man mal 10, 15 Minuten und guckt sich vor allem die Filme an. Bei ihm 2, 3 Thor geguckt, 3, 4 Iron Man, Captain America noch zwischengeschoben, ein Hulk. Mit dem ging's los, mit Edward Norton, weil am Ende von dem Hulk mit Edward Norton kommt Robert Downey Jr. als Tony Stark in die Bar. Alles ging damals schon los, was du natürlich wieder mal nicht weißt. Terrence Howard hat im ersten Iron Man die Rolle gespielt, die hier Don Cheadle hat. Stell dir mal vor, so vor jedem Marvel-Film so eine halbe Stunde Einführung. Also nochmal, das ist der Vision, das ist der Thor. Das was bisher geschah. Ja. Ich bin kein Marvel-Fan als solcher, ich bin ein Sympathisant. Ich kenne mich auch nicht so gut aus. Ich gucke einfach die Filme und merke mir Sachen. Regelmäßig, während ich den Film versuche zu verschlingen mit meinen Augen, weil das 3D ja so toll war, hat er mir versucht zu erklären, ja, und das sind die Cousins von dem Schwager, von dem Quicksilver und das ist aber der Vater von Magneto. Und am Ende hat aber Warner Bros. Die Rechte und deswegen geht das nicht zusammen, weil das sind ja eigentlich nur Mutanten. Das sind ganz gar keine klassische Fachwissenallergie hast du. Eine Wissensallergie. Weil du einfach ein Idiot bist. Ja. Du läufst mit Scheuklappen durch die Welt, mein Gott. Ich laufe mit 3D-Brille durch die Welt und muss mir diese Filme in 3D angucken mit einem Aufpreis von 4 Euro. Wobei ich aber die Brillen immer im Auto lasse und mich dann an der Kasse fühle, oha, wo ist meine Brille? Im Auto und dann muss ich wieder neu zahlen. So, also. Ach, muss man für die Brille zahlen? Ja, 1 Euro. Das ist ja eigentlich eine Schweinerei. Erst kommt Disney mit den erhöhten Preisen für und Kinos boykottieren Avengers. Und Licht? Und wir zahlen noch für die Brille Aufpreis. Hast du das nicht mitbekommen? Nö. Ja, gibt er hier Boykott. S-Bahn-Streik, oder? Ja, mit dem S-Bahn-Streik von der GDL auch organisiert. Pass mal auf, wenn die Züge nicht fahren, dann können die Leute auch nicht ins Kino. Und dann haben die sich so zusammen. So. Sagen wir doch mal, was wir von dem Film halten. Bitte, du bist ja ein richtiger Fanboy. Es ist ja, diese Blockbuster sind ja nichts mehr für mich. Doch, ich fand, das ist okay, der Film. Der ist jetzt nicht schlecht. Aber mich hat es halt nicht so gecatcht. Es gab ein paar schöne Cameo-Auftritte, ne? Auch von vielen Leuten. Welche denn? Samuel zum Beispiel. Das ist doch kein Cameo, das ist eine Rolle. Ja, aber ich. Also sag mal. Aber ich meine, das ABC des Films. Nein, ich meine, es kamen viele Leute vor, die man kennt. Also auch einfach. Ja, weil die da mitspielen. Ja. Sag mal. Ich habe Avengers gesehen, ich habe Iron Man 1 bis 3 gesehen. Ich habe Thor nicht gesehen, ich habe Captain America nicht gesehen. Doch, ein bisschen. Ich habe auch G.I. Joe gesehen und ich glaube. G.I. Joe, das sind doch gar keine Marvel-Comics. Ja, das aber sind das. Hasbro-Spielfiguren. Ja, Hasbro. Nein. Und Hasbro. Und das, pass mal auf, ab morgen gehen die Marvel-Aktien runter, denn Hasbro übernimmt Marvel. Und dann wird Hasbro, G.I. Joe, wird auf Guardians of the Galaxy treffen. Und Nick Fury, und jetzt pass mal auf, also Nick Fury wird gespielt von Selma, Idris Elba. Und dann haben wir diesen Martin Luther King-Plot noch, und dann haben wir ein bisschen amerikanische Geschichte. Idris Elba hat nie in Selma mitgespielt, sondern es war Oyolo, hier David. Das ist wirklich. Und warum? Ich kann dir erklären, warum du hier auf der schiefen Bahn bist und gewickelt. Weil nämlich die Rolle des Martin Luther King von Idris Elba auch mal gespielt wurde. Ja! In der Serie Luther! Nämlich! Es gab doch auch einen Film, der hieß Luther. Ja, von mir aus, über St. Martin vielleicht, aber. Martin Luther King wurde von Idris Elba gespielt in der Serie Luther. Es gab aber, glaube ich, nur eine Staffel oder zwei. War die gut? Weiß ich nicht. Also. Ja, aber du fandst ihn gut, ja? Ich fand ihn gut. Gute Action, gute Effekte. Die Marvel
Geschichte wird weitergesponnen. Ich glaube tatsächlich, dass es für mich hauptsächlich darum ging. Ne? Es wird weitergesponnen. Ach du Scheiße, der neue M6 Grand Coupé. Was? Wo? Hier. Hinter uns? Nein, da ihr Poster. Achso. Hinter uns im Kissen, 8 Meter im Durchmesser, großes Poster. Aber ich, um den Vergleich zu Avengers 1 zu ziehen, ich fand Avengers 1... Das ist ein bisschen Vergleich, den ich toleriere und... Ja, aber das fand ich zum Beispiel, da fand ich Avengers 1 irgendwie besser. In was denn? Ich fand den irgendwie so ein bisschen fluffiger. Fluffiger. Ich fand den... Der hat sich... Der war irgendwie schöner erzählt. Hier war das alles so kompliziert. Ich finde, er war so an einem Stück mehr. Und hier waren so ganz viele Baustellen, die man alle verstehen musste. Dann gab es die englische Sprache, die einem doch auf den Stein ins Weg geworfen hat. Ich würde sagen, wir brechen an dieser Stelle ab, denn es wird einfach klar, dass du den Film schlecht in der Greifensprache gar nicht verstanden hast. Am Ende sterben alle. Das ist so schlecht. Das ist die leereste Review. Aber ich glaube auch... Die beste. Also, das war's von uns. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Sagen Glatze over and out. Alles Gute für Sie und... Ja, tschüss. Absolut übertrieben, völlig ausrastende Action. Also wirklich. Ja. Und zwar nonstop den ganzen Film über. Ich glaube, der ist über 2 Stunden lang.